Grüße gehen raus, Leute. Willkommen zurück zu Mafia. Glück auf und alles. Wir sind immer noch auf dem Boot, sind aber inzwischen schon ganz gut unterwegs. Wir sind schon, ja, kurz vorm untersten Deck. Und leider komme ich hier nicht rein. Hier liegt noch ein Sammelgegenstand. Und ich habe nicht die Kiwi eine Ahnung, wie ich da rankommen soll, weil ich glaube, ich habe es verkackt. Ich glaube, das hätten wir uns schon eher krallen müssen, bevor hier die Party so richtig abging. Denn ich befürchte, ich kann hier auch kein Fenster aufschießen oder sowas, hä? Nicht so wirklich. Und hier ist ja warum auch immer leider gesperrt. Ist ein bisschen tragisch, da muss ich das Sammelobjekt hier leider liegen lassen. Denn ich denke, auch von oben werde ich nicht rankommen. Ich komme hier zwar. Hier komme ich auch nirgendwo hin. Ich glaube auch nicht, dass von hier oben noch interne Treppe nach unten führt. Ich denke, der Drops ist gelutscht. Schon allein, weil ich hier ja auch nirgendwo reinkomme. Na gut, lässt sich nicht ändern. Da will ich jetzt auf jeden Fall gerne mein Tommy-Gunny-Leinchen zurückhaben. Grüß dich. Was zur Hölle? Ich mach dafür Sorgen, dass wir abhauen können. Oh, ist das gut. Da könnt ihr schießen, wie ihr wollt. Mich kriegt da nicht mehr, ihr Schweine. Schönes Feuerwerk. Und damit sind wir auch geflohen. Die kriegen uns nicht mehr. Kapitel abgeschlossen. Happy Birthday. Das ist schön. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Entschuldigung. Ich war ein bisschen ausgelassen, weil ich es lebendig vom Schiff geschafft habe. Ach, ist das schön. Auch wenn ich ein Sammelobjekt habe liegen lassen. Aber das kommt schon mal vor. Gott verdammter Glückspilz. 1935. Was glaubst du, was ich versuche? Das ist aber wirklich ein Glückspilz. Die Kugel hätte ihn jetzt voll erwischt. Morellos Brüderchen will abhauen. Ja, gut. Den kriegst du nicht mehr, kannst du vergessen, der ist weg. Hätte schlimmer kommen können. Wir müssen dich nicht vom Zug kratzen. Er hatte einfach nur ein Riesenglück. Sergio Morello hat immer Glück. Er hat sogar mehr Hirn als sein Bruder abgekriegt. Wir kriegen ihn, Boss. Nein, ich ziehe euch ab. Ihr seid einfach vom Pech verfolgt. Tommy hat Ghilotti ausgeschaltet. Und jetzt haben alle Politiker Angst vor ihm. Vielleicht kann er Sergio kalt machen. Was muss ich über diesen Kerl wissen? Abgesehen davon, dass er mehr Glück als Verstand hat. Sergio bringt am meisten Geld. Kontrolliert die Gewerkschaften, also kontrolliert er die Docks. Und er kassiert bei allen Einfuhren mit. Wenn wir ihn umbringen, verliert Morello einen Großteil seiner Einnahmen. Verführerisch. Ich will nicht wie die zwei an einem Baum enden. Du willst seine Asche verstreuen. Spezialanfertigung. Bring das unter seinem Auto an und sobald er den Schlüssel dreht, gibt's ein Feuerwerk. Ist das Ding sicher? Nicht fallen lassen, schütteln, daneben rauchen, ist sicher.
Boom! Tu es, Tommy. Für alle, die Morello getötet hat. Und das Geld, das er uns gestohlen hat. Ich kümmere mich drum, Boss. Morellos Bruder, der Krieg geht also in die nächste Instanz, sagst du? Gut, okay, ich mache mich auf den Weg. Sollte kein Problem werden, eine Bombe unter ein Auto, das kriege ich doch wohin. Ich lasse mich nicht so leicht abschütteln, weißt du? Wie Sam und Winnie. Die würden nie herkommen. Ich habe früher für ihn gearbeitet. Würde ich nicht sagen. Wenn Morello aufwacht und bewaffnet kommen will, kommt er bewaffnet. Nee, eben. Würde er nicht. Er hört auf sein Bauchgefühl. Oder auch würde er. Und wenn er was hat, dann ist das Bauchgefühl. Und zwar mehr als gut für ihn und uns ist. Irgendwann wird ihn das nochmal das Genick brechen. Oder uns. Je nachdem. So, jetzt holen wir uns erstmal ein schönes Auto aus der Garage. Ah, den Lasseter haben wir uns frisch geholt. Oh, das ist schön. Farbe Innenraum. Das machen wir mal so. Gut, auf geht's. Begib dich zu Sergios Haus. Warum haben wir es nicht gleich mit einer Bombe versucht? Frage von Peter. Wenn wir wissen, wo der wohnt, da kann man doch gleich mal eine Bombe drunter legen hier. Ganze Verfolgungsjagd, alles umsonst. Ich zeig dir mal, wie es richtig geht. Jetzt fahr aber auch. Also ich gehe davon aus, ich habe hier Vorfahrt, weil für mich sieht das aus wie eine wichtigere Straße, auf der ich hier fahre. Aber gut. Ich habe mir sowieso schon, sag mal, schon lange abgewöhnt, hier nach irgendwelchen Verkehrsregeln fragen zu wollen, weil irgendwie gilt in der Stadt auch irgendwie Linksabbieger vor Geradeausverkehr. Ich weiß auch nicht, was ist mit meinem Auto los? Sehe nur ich das oder benimmt sich das Auto komisch? Guckt euch das mal an, das ist irgendwie Störung in der Matrix oder was? Oh, jetzt geht's wieder. War wohl nur ein kleiner Verwirrer vom Spiel. Ich fahre wie immer, wie eine gesenkte Sau. Aber was erwartet ihr auch von mir, weißt du? Oh, jetzt fahren wir hier wieder schön durch die Innenstadt, das mag ich auch immer. Ich mag diese Stadt einfach, ich fahre hier so gerne rum. Schöne Stadt, schöne Zeit, so muss das sein. Nein! Ist denn in dieser Stadt niemand mehr sicher? Wer bringt denn hier Stadträte um? Das ist ja Wahnsinn. Damit will ich nichts zu tun haben. Kein Unfall bauen, das mag die Polizei nicht so. Der wohnt auch ganz schön weit weg, merke ich, ne? Wer kriegt da Kilometergeld? Oh, ich sehe gerade, mein Auto hat nämlich auch nicht mehr unbedingt viel Sprit. Wir kommen hier nicht zufällig. Wie zoome ich denn rein? Wir kommen hier nicht zufällig irgendwo an der Tankstelle vorbei. Auf dem Weg dahin. Da oben ist eine. Weil ich weiß nicht, wie das mit Tankfüllungen ist. Das Auto ist ja schön. Was ist denn, wenn das irgendwann leer ist? Kann ich dann nie wieder damit fahren und hab so eine Kapuze bei mir in der Garage hängen, mit der ich nichts mehr anfangen kann, oder was? Ich tank mal lieber auf, wenn mir hier sowas schon mal auffällt. Ich meine, ich glaube, ich muss mir noch nicht so übertrieben Sorgen machen, aber wir sind unter der Hälfte. Und das macht mich nervös. Ich will ja nicht enden wie der Benny aus der Olsenbande, weißt du, der jedes Mal einer aufs Dach kriegt, weil das Auto nie getankt ist. Rätz piekt. Na, geh weg. Aufpasse. Hier soll ich jetzt gerade ausfahren, wenn ich es mir richtig gemerkt habe. Da müsste dann bei der nächsten Abbiegung eine Tankstelle kommen. Da mache ich die Karre einfach mal voll. Denn was man hat, das hat man.
So, normal muss ich jetzt auch tatsächlich hier rum. Und jetzt halte ich mal einen kleinen Ausblick. Ach, guck mal, da ist er doch schon. Wieso würden die mir auf der Minimap nicht so gut angezeigt? Geh doch weg. Ich versuche hier an die Tankstelle ranzukommen, du komisches Etwas. Du Hans Olaf für Arme. So, einmal voll machen, bitte. Das finde ich ein bisschen schade. Im Originalteil kam da einer raus und hat voll getankt. Das fand ich immer sehr, sehr hübsch. Aber das ist jetzt nichts, wo ich jetzt rumheulen würde hier. Mimimi, das tankt ja gar nicht. Wenigstens ist der Tank wieder voll und das ist, was am Ende des Tages zählt. Oder was? Immer diese kleinen Sachen. Gut, wir sind da, Freunde. Guck mal, ein wunderschöner Parkstreifen. Da parke ich doch meinen wunderschönen Popo direkt mal. Ja, so, guten Tag. Das ist Sergios Wagen. Wie komme ich da nur ran? Ja, der Typ, der hält wach. Ich würde sagen, wir versuchen es hinten rum. Hast du dich verirrt? Vielleicht wohne ich ja hier, du Lackaffe. Verpiss dich aus meiner Gegend. Anzeige ist raus. Bürgerwehr. An die Musketen, den hauen wir raus. Der ist unfreundlich zu mir und zu allen anderen. Oh, hier liegt irgendwo was. Da. Guck mal, einer schaut. 2 von 20. Oh, davon habe ich aber viele liegen lassen. Wie gehe ich nochmal in die Hocke? So, hier. Muss ja nicht sein, dass das jemand mitkriegt. So, und jetzt beenden wir die Sache ein für alle mal wie vernünftige Leute. So, und jetzt nix wie weg hier. Sowas Blödes aber auch. Jetzt habe ich glatt vergessen, dass ich noch jemanden anrufen wollte. Das ist der Grund, warum ich hier wieder aus der gleichen Einfahrt komme. Bitte beachtet mich nicht. Hast du dich verirrt? Leg mal eine andere Platte auf, wie wär's damit, Arschloch? Bin vorm Essen zu Hause. Willst du am Wochenende tanzen gehen? Vielleicht die Kleine zu deinem Vater bringen. Ja, bin noch dran. Das ist nicht Sergio. Oh Gott. Oh, hey, Scheiße. Gott, nee. Nicht umdrehen. Nicht den Schlüssel drehen. Nicht den. Scheiße. Dieser elende Glückspilz. Der schafft's echt immer wieder, jedem Attentat zu entkommen. Wovon redest du? Sam und Pauli haben ihn gefunden. Er ist in Georges Restaurant am anderen Ende der Stadt. Du musst dich beeilen. Okay. Das ging ja mal voll nach hinten los. Okay, am anderen Ende der Stadt oder was? Ja, toll. Oh, 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 da rücken sie auch schon an. Ich bin weg. Ich fahre ganz unauffällig sehr schnell rückwärts. Okay, aber wenn er in einem Diner zum Mittagstisch sitzt, da sollten wir ihn tatsächlich kriegen. Jetzt habe ich jemand Unschuldigen auf dem Gewissen. Ich werde nie wieder schlafen. Hä, was? Entschuldigung. Okay. Ja, das ging jetzt ordentlich nach hinten los. Also so langsam verstehe ich, warum die anderen es nicht geschafft haben. Es kann doch nicht sein, dass ausgerechnet jemand anderes jetzt mit seinem Auto fährt. Wie viel Pech können wir eigentlich haben? Aber wir müssen ihn aus dem Verkehr ziehen, wenn er so viel Geld an Morello weitergibt. Diesmal muss es klappen. Los geht's. Und hier soll er sein. Grüß euch. Tom, alles klar?
Ja, die Autobombe ging daneben. Leute, das hat Zeit. Schnappen wir diesen Idioten. Und jetzt los! Was zur Hölle? Wir haben eine Nachricht von Mr. Salieri. Jetzt will der schon wieder abhauen. Oh, wie, das war's schon? Mehr habe ich nicht Freunde. Ihr wisst Bescheid, dass ich nicht mehr dabei habe, oder? Ja, ich konnte nirgendwo in Deckung gehen. Warum habe ich denn keine andere Waffe dabei? Was ist das denn? Welcher Mafiosi geht unbewaffnet aus dem Haus? Wieso hatte ich denn nur die Tommy? Hätte ich das gewusst, hätte ich mir die Munition besser eingeteilt, bin ich ganz ehrlich. Ich dachte, ich habe noch was dabei. Stattdessen stehe ich dann plötzlich da mit nichts weiter in der Hand als meinem Pullermännleinchen oder was? Das kann doch nicht wahr sein. Ich bin davon ausgegangen, ich habe meinen obligatorischen 1911er dabei. Jetzt habe ich auch auf einmal einen. Ja, schönen Dank. Vielen Dank für die Suppe, ganz ehrlich. Oh, diesmal lief es besser, aber ich hatte auch irgendwie gefühlt 80.000 Quadratmeter mehr Munition. Und die Ammunition wird immer in Quadratmetern gemessen, da bin ich mir absolut sicher. Ja, ich kümmere mich, alles gut. Warte, da ist was zum Sammeln, ich hab's genau gesehen. Warum ist hier auf einmal was zum Sammeln und ich weiß von nichts? Vor allem wo? Wo genau? Da. Gib mir das. 13 von 20. Okay, jetzt aber das eigentlich Wichtigere. Erstmal die Tommy nachladen. Wo ist der Kerl? Bring mich hier raus! Scheiße! Ist weg! Noch nicht. Zurück zum Auto, bevor sich dieser Idiot selbst umbringt. Das kann doch nicht sein. Ich lasse den jetzt nicht schon wieder entkommen. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Den Kerl schnappe ich mir. Ich sollte nicht zu nah ran. Die haben Waffen dabei. Wo auch immer du hinfährst. Ich klebe dir am Arsch, Sergio. Nochmal lasse ich dich nicht entkommen. Die Sache muss jetzt endlich enden. Hier und heute. Wo wirst du jetzt hinfahren, Sergio? Ich tippe auf den Hafen, weil der wird irgendwo hinfahren, wo er verdammt viele Leute hat, mit sehr vielen Wumm, und da er der Gewerkschaftsboss ist, quasi, hat er doch den ganzen Hafen voll mit bewaffneten Gorillas bis sonst wohin. Da findest du mehr Affen als im Zoo, ich sag's euch. Oh, lol. Schön, dass ihr helft. Oh, Mütterchen, renn doch nicht auf die Straße. Ja, Jungs, habt ihr gut hingekriegt. Ich bin stolz auf euch. Ihr wart eine große Hilfe. Also, es macht Spaß, mit dem Ding zu fahren, muss ich mal sagen. Oh, ich will ein Auto. Ich hasse Motorräder. Weißt du, kaum sage ich mal, dass irgendwas Tolles, kriege ich auch direkt eine von Lanz. Was ist denn hier los, Mensch? Oh. Okay, hab mich wieder gefangen. Alles unter Kontrolle. Dein Tank wird nicht ewig gefüllt bleiben.
Wie habe ich das denn jetzt überlebt? Oh, ich komme gerade gar nicht mehr klar. Weißt du, eben sage ich noch, mit dem Motorradfahren macht Spaß und jetzt komme ich gar nicht mehr klar. Der Gott und Schutzpatron der Spieler, der will mich immer nur ärgern. Immer wenn ich sowas sage, geht dann alles schief. Hier wird nicht demonstriert. Wo kommen wir denn da hin? Merkt's euch gefälligst. Demonstrieren dürfen nur Leute, die eh schon genug verdienen. Geringverdiener haben gar kein Recht dazu. Willkommen in unserer Welt. Warte, kann ich das hier machen? Ich glaube nicht, oder? Na, ich könnte es probieren, so ein bisschen zumindest. Aber ich kriege den Arsch nicht hoch von dem Bike. Aber Charakter hat das Motorrad. Da muss man schon ein bisschen aufpassen beim Fahren. Aber wenn man es hinkriegt, macht's Freude. Sergio, mein Freund. Hier gibt's nicht mehr viel, wo du dich verstecken könntest. Und vergiss nicht, offiziell bist du hier in unserem Gebiet. Der Don kann hier jederzeit Verstärkung herschicken. Ich muss ihn nur anrufen. Oh, shit. Was macht ihr Idioten? Bringt den Arsch um! Einsatz am Hafen, Freunde. Alle Männer sollen herkommen, sofort! Und jetzt, wo es richtig actionreich wird, bin ich wieder ein fieses Möb und sage Tschüssi, das war's. Macht's gut, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss, macht's gut, bye.